Leute, jetzt beginnen wir mit den neuen Pokémon Arceus. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Let's go. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. So, welchen nehmen wir? Ich weiß es nicht. Dieses? Ich weiß es nicht. Nimm welche dir am besten gefällt. Okay. Sprich, wie lautet der Name? Solina. Okay. Wohlan, Lena. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Lena. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mit dir erneut zeigen. Ich lese immer eins und du immer eins, okay? Okay. Machen wir so? Ja. Oh, seht ihr, schaut wie ein iPhone aus, gell? Ja. Also wir sind wirklich gehypt von dem Game. Wir warten wirklich schon so lang. Ja. Wir warten, das Beste. Wir warten echt sehr lang für das Spiel. Ja. Okay, was bekommt sie da? Hä? Pokémon Legenden Arceus. Hallo? Wach auf! Wach auf! Oh. Oha, lebst du noch? Sind das die Starter-Pokémon? Wahrscheinlich kann man sich die aussuchen. Ja. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. My word, das wollte ich dich gerade fragen. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das sieht man nicht alle Tage. Das sieht man nicht alle Tage. Wer bist du? Wovon abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Eher nicht. Eher nicht, nein. Nehmen wir das hier. Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann dir vielleicht den Weg zeigen? Was willst du? Nein, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du kennst also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst. Du scheinst in ganz schön Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du sie überhaupt überleben? Was soll ich nur tun? Also schön, ich kann jemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Bautz! Wie seinst du mit der Sicht? Feuri! Ottata! Oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenden Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt.
Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Ja, das wissen wir. Ja, natürlich. Natürlich. Das musst du uns nicht erklären. Ja. Ein Glück, du bist zwar vom Himmel, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Und wie lautet der Name? Aha, du heißt also Lina. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Ja, hat er. Ja. Gute Bottes. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Lavin. Ich Ich bin bin Pokémon-Professor. Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Er ist wie der Professor Eich oder die Ja. anderen Alten. Oh no, meine lieben Pokémon, warum läuft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Machen wir auf jeden Fall Ja. Professor Lavin. Warte auf mich! Okay. Okay. Suchen wir mal die drei Pokémon. Ja. Suchen wir sie einmal. Schaut cool aus, das Spiel, muss ich sagen. Oha, schon das etwas. Okay, geh mal hin. Warte. Schaut wie ein Pokédex, oder? Ja. Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Geh Auf mal A dorthin. untersuchen, okay. Geh mal dorthin. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone Aha, ein Smartphone, okay. Ähnelt. ähnelt, ja. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du Du spürst spürst eine eine seltsame seltsame Kraft, Kraft, die die von von ihm ihm ausgeht. ausgeht. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Arceus von, Arceus-Phone cooler Name. und folgende Aufgaben Aufgabe. an. Gegner Beginne allen allen Pokémon. Pokémon. Okay. Das ist Arceus von, gell? Ja. Okay, hat sich schon cool angesehen. Okay, warte schon. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach den Weg da weiterlaufen. Ja. Okay, da ist der Professor Levin. Ja. Seufzt. Schon wieder daneben. Ach, meine neue Freundin aus dem Der Himmel, Himmel. Du du hilfst hilfst mir mir doch, doch, oder? oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen. Doch ohne Erfolg. Ich Ich sollte sollte dir dir wohl wohl erstmal erstmal etwas etwas über über die die drei drei Ausreise Ausreise erzählen. erzählen. Okay, ja, mach das. Okay, mach das. Das ist Bautz. Ja. Bautz Bautz kann kann die wie Pflanzen Pflanzen Photosynthese Photosynthese betreiben. werden Und und kämpft kämpft mit mit Hilfe seiner seinen scharfen scharfen Federn. 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 Bautz! Das kenne ich, das ist Feuerregel. Ja. Das ist dort drüben, das dort drüben ist Feurigel. Die Flammen aus Feurigels Rücken lodern kräftiger, Wenn wenn es es wütend wütend ist ist oder oder erschrickt. erschrickt. Ja. Feuri, Feuri! das ist wirklich einer meiner Lieblings-Pokémon. Ja. Das und Glumanda. Ja. Das ist Pokémon, beim Teich ist Otaro. Otaro. Otaro Otaro treibt treibt gern gern schlafend aus dem schlafende Wasser Wasser und und kämpft kämpft mit mit Hilfe Hilfe des Muschelähnlichen muschelähnlichen Objekt Objekt an. an. Seinem Zum Bauch. Bauch. Otata! Auf seinem Bauch hat er so Eine wie eine Muschel, Muschel, ja. ja. Ach na, sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Das Wichtigste zu Wichtigste zu erklären. erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Okay, ja, zeigen uns das. Okay. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Die schauen woanders aus. Du Oh, 50 erhältst 15 Pokébälle. Bälle. Ja. Danke dir. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nächst nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen, okay? Okay. Cool. Also wir müssen viele sammeln, das ist mal Ja. wichtig.
Oh, Oh, sorry, sorry, das das ist gilt wohl noch nicht genug als als Erklärung. Erklärung. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße Schimpfen. zusammenschrumpfen. Und da Und da kommen kommen Pokébälle Pokébälle ins ins Spiel. Spiel. Sie Sie wurden wurden erst vor erst vor kurzem kurzem erfunden. erfunden. Wie Wenn man man einen einen Pokéball Pokéball auf auf einen einen Pokémon Pokémon wirft, wirft, wird wird es es ganz ganz klein. klein und passt dort Jetzt hinein. lese ich ein bisschen weiter. Okay. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meinen drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe leider nur selten ins Schwarze. Also du kannst Pokémon fangen, indem du Pokébälle auf sie wirfst. Halte die CR-Taste gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten und zu ziehen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick seine Wurfrichtung anzupassen. Okay, weiter. Okay. Wenn du CR wieder loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, kannst du den Vorgang mit dem Knopf B abbrechen. Okay, gut zu wissen. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Okay, aha, da ist es. Okay, warte. Okay. Okay. Warte. Jetzt lass los. Sehr gut. Oh yeah. Komm schon. Ein cooles System, irgendwie zu fangen, muss ich sagen. Ja. Oh, Oh, wundervoll, wundervoll. du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mir ein Naturtalent. Naturtalent zu sein, Lina. Eine Begabung Begabung fürs fürs Fangen Fangen von von Pokémon Pokémon ist ist sehr sehr nützlich, nützlich, wenn man wenn man hier hier lebt. lebt. Es ist noch zwei entlaufene Pokémon übrig. Let's go. Ich muss sagen, ich finde es sehr Ungewöhnlich, ungewöhnlich, dass du das überhaupt keine Angst vor unwillige Pokémon Pokémon zu zu haben laden. scheinst. Okay. Ah, Oh, da ist er. das ist der andere. Der ist Bots, glaube ich. Ja, Bots, du hast recht. Warte, ich bin nicht so gut im Fangen. Jetzt. Sehr gut. Ja! Sehr Okay, gut. gut. Fantastisch, Fantastic, Lina. Lena. Einfach Einfach fantastisch. fantastisch. Auch fantastisch. Ja, kein Problem. Dabei gibt Dabei es gibt es so so viele viele Leute, Leute, die die Angst Angst davor davor haben, haben, sich sich Pokémon Pokémon auch auch nur nur zu zu nähern. nähern. Geschweige denn sie zu fangen. Ein Pokémon fällt noch, mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Machen wir. Yep. So, jetzt fangen wir mein Lieblings-Pokémon, okay? Ja. Ich glaube, na, du musst dich umdrehen. Okay, warte. Er ist sicher da oben auf dem Hügel. Oh, warte schon. Links, 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 links. Nein, dreh dich um. Dort schon. Da oben ist er sicherlich. Oder? Kann das sein? Warte schon. Warte. Ist da zu lang? Ah, nein, das ist er nicht. Entschuldigung, das ist mein Fehler. Okay. Warte, ich glaube, er ist da irgendwo. Okay. Kannst du auch schneller rennen? Ja. Okay, so. Hey, ich sehe mich da. Na, geh weiter und so. Schau, da ist er. Muss schon mal aufpassen, wie du redest. Da ist er. Los. Warte. Sehr Ja. gut. Opa. Oh. Ach ja, das passiert Passiert schon schon mal. mal. Einen Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Okay. Versuche es einfach noch einmal. Das. Okay, jetzt hat's geklappt. Ja. Was jetzt lese ich? Okay. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die: Diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden.
Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Lena, dein Umgang mit Pokémon hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für deinen Schein hier. Begegne allen Pokémon. Das ist ein Arceus-Form, sagst du. Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Ja, das wissen wir. Ja. Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem. Schon wenn ich immer lese, musst du immer drücken, Ja, weißt du, dass ja, ja, schon ja. alle Pokémon registriert werden sollen. Um ein Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt. Da gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf mit dem Talent zum Fangen von Pokémon. Du wirst allen Pokémon begegnen. Ich möchte allen Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Klingt gut. Klingt gut auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Exzellent, das lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Jubeldorf. Auf geht's nach Jubeldorf. Yep. Was ist das? Hä? Ich glaube, das bringt uns in verschiedene Zeiten, kann sein. So, ich glaube, aus dieser Wolke sind wir auch dahin gegangen. Wir sind, glaube ich, in der Zeit zurückgereist. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für eure wachsamen Auge. Augen. Diese junge Dame hat mir und meinem Pokémon einen großen Dienst Erwiesen. erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf einladen. Er nickt einfach, ja. Ja, nicht Ja, doch. passt schon, komm rein. Ja. Echt lustig. Oh. Schaut fein aus, muss ich sagen. Ja, schönes Dorf. Hier geht es lang. Bitte folge mir. Es ist der Galaktik-Expedition zu verdanken, dass dieses Örtchen so prächtig ist. Wir Wir befinden befinden uns uns gerade auf gerade auf der der Fledstraße. Amphi-Straße. Alle fragen sich, was macht die denn hier? Das dort wurde erst vor 2 Jahren Gegründet. gegründet. Dass wir nur wenig über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige, das Dorf zu verlassen. Das Gebäude, das dort am Ende der Straße emporragt, ist der Galaktik-Hauptsitz. Also wir sind zurückgereist in der Vergangenheit. Cool. Ja. Huch, jetzt hätte ich etwas vergessen. Ich muss noch schnell bereicht. Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenen Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Kannst du lange im Speiselokal auf mich warten? Gerne, wir haben immer Hunger. Mehr. Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Okay, machen Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Ein mysteriöses Grat weist dir den dir Weg den zum Weg Ziel zum an. Ziel. Ja. Okay. Machen wir. Minus.
Okay, da haben wir mal die Karte. Okay, gut, passt. Kennt sich aus. Danke. Das schaut so grimmig rein. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Los, Los, verschwinde verschwinde jetzt, er hat's jetzt. gewusst. Ich hab's auch gewusst. Sein grantiger alter Busch. Ja. Das ist der alte Ash Ketchum. Was bist du denn für eine? Was für seltsame Gewänder trägst du? Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du vom Pokémon angegriffen wirst. Dass du Dann ins nehme ich Dorf an, gelangt jemand bist, bist, muss muss dir dir jemand die jemand die Erlaubnis dazu erteilt Erlaubnis haben. geben. Kennst du vielleicht Professor Levin? Er ist aus einer fernen Region angereist. Allerdings ist nicht viel Verlass auf ihn. Seine Pokémon laufen ihm ständig davon. Ja, stimmt. Ja. Erst vor kurzem sind wir schon wieder drei ausgebüxt. Ich hätte sie eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock getroffen hatte. Vielleicht den Pikachu. Ja. Es ist genau wie Lumis gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Aber mach dir keine Sorgen. Lina hier wird uns ab jetzt helfen. Wir geben unser Bestes. Ja. Wie Wie bitte? bitte Wollen Sie das wollen Sie Mädchen das etwa in Mädchen den im Forschungstyp Forderunternehmen aufnehmen? nehmen? Das ist unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Ich gestatte es. Okay. Was Sofern war sie die? über die Notwendigkeiten und Fertigkeiten für den Forschungstrupp verfügt, ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Echt cool, oder? Wie gefällt dir das Spiel? Ja, bis jetzt. Mal sehen. Ich habe Ich von habe von Professor Professor Levin Lavin gehört, gehört, wie wie du du die die entlaufenen laufenden Pokémon Pokémon wieder wieder eingefangen angefangen hast. hast. Nun will er, dass du deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Unterschlupf und Verpflegung Verpflegung bitten. bitten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Sie ist 15, okay. Also kannst du auch wie eine Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Doch, du solltest wissen, Wissen, dass wir was wir eine eine Fremde wie Fremde wie dich dich nicht so einfach anstellen. anstellen. Morgen Morgen wartet wartet eine eine Prüfung Prüfung auf auf dich. dich. Ich habe einen vernünftigen Vorschlag, Okay. Kommandantin. Möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich verzichte. Verzichte. Okay. Beim Essen ziehe ich es vor, Ungestört. unterstört zu sein. Ja. Finde ich auch. Oh Oh dir, dear, eigenbrötlerisch wie eh eigentlich und je. wie. Also dann, Na, als alles hat weitere den besprechen wir am Griffel und besten bei einer Mahlzeit. Hallo, Mobeshi, ich nehme wie immer die Mobeshi, Mubeshi, deine dein Kartoffelmochi Kartoffelmus sind ist köstlich grüßlich wie wie immer. immer. Also er nickt den Kopf. Professor Levin, wo haben Sie diese Fremde überhaupt angetrieben? Nun, Nun, sie sie ist ist aus auf dem dem Loch Loch im im Himmel Himmel gefallen. gefallen. Du Du weißt weißt schon, schon, im Riss, im Zeitgefüge. Raumzeitgefüge. Meinen Sie das ernst? Ich Ich bin bin Wissenschaftler. Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich Und zählen nur zählen nur Fakten. Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall. Auf Wiesen, in Wäldern, im Meer. Und die Mission des Forschungsteams besteht darin, herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Und hier kommt Lina Lina ins ins Spiel. Spiel. Hier ist es gelungen, drei Pokémon einzufangen. Hörst Hörst du? du? Ganz Ganze drei drei Pokémon hintereinander. Pokémon That's incredible. hintereinander. Das ist incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition
Expedition gibt es niemanden, der über solches Fangtalent verfügt. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. Drei Pokémon, das ist nicht ohne. Wir tun uns schon schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von wilden Pokémon angegriffen werden. Nun ja, die Pokémon, die zum Start geflohen sind, waren ehrlich gesagt nichts Besonderes. Aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass unsere Freundin hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp, habt ihr wirklich die Muse, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust drüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestin wird bald sein Ende finden. Greif zu, Lina! Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du nur um die Verpflegung und die Unterkunft. Keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Und toll. Okay. Ach, wie wäre... Wahre Gaumenschmaus war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was, wenn Lina die Prüfung nicht besteht? Dann kann sie dem Forschungstrupp nicht beitreten. Wisst ihr, einmal lese ich einmal durch, okay? Und du musst nicht so hinterher. Wenn ich lese, bist du nur leise, okay? Beirren können, ja. Ich hoffe, sie behalten recht. Lina war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Danke, nett von dir, auf jeden Fall. Ja. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Falle ein qualvoller Tod erwartet. Na, servus. Danke dir, Celestis. Kommandantin Celestis ist so unerbittlich wie die Hiese-Region. Sie will keine Schwäche zeigen, schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, meine Freundin aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ebenso, Professor. Ja. Ruh dich gut aus. Tu dich aus, Lumius. Ja. Das ist irgendwie echt cool. Ein Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles Welt bist du bloß? Das ist echt. Schönes Zuhause. Ja. Okay, wir machen uns aus ein bisschen. Ja. Tipps für Mitleider. Denkt immer daran, eure Abenteuer regelmäßig zu speichern. Okay, werden wir machen. Okay. Ja. Dun, 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 dun. Es. Okay. Okay, was ist das jetzt? Ja. Ein neues Portal. Schauen wir, wie man das so hört. Neues vibriert schon. Am nächsten Tag. Hey, bist du wach? Letzte Nacht hat es ganz schön gewittert, was? Jedenfalls solltest du dich besser beeilen. Okay, mach mal. Ja, mach mal. Okay, jetzt kommt unsere Aufnahmeprüfung. Ja, ich freue mich so.
Hier ist sicher alles fremd, aber konntest du trotzdem gut schlafen? Ja. Na dann, auf zum Hauptsitz. Du solltest Kommandantin Celestes nicht warten lassen. Na gut, eilen wir. Das ist der Galaktik-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Auf jeden Fall. Ja. Halte durch, was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe ein Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit draußen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, könntest du außerhalb des Dorfes der Tod drohen. Was Servus. Wobei, so ohne Partner-Pokémon wäre ich nicht einmal sicher, ob du die Prüfung selbst überlebst. Kommandantin, Lina ist hier. Verstanden, tretet rein. Cooles Spiel bis jetzt, oder? Ja, mal sehen. So viel Gameplay hatten wir ja noch nicht. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mit. Glied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, Sterali und Erscheinungsfang, okay? Okay. Drei Drei Pokémon auf Pokémon auf einmal, das einmal, ist das bisher noch sind nie jemandem gelungen. Hä? Hat sie Hat nicht sie gestern gestern drei drei Pokémon Pokémon gefangen? gefangen? Wenn es stimmt war, was Professor Lavin erzählt hat, müsste die Prüfung ein Kinderspiel für sie sein. Die Galaktik-Expedition Expedition kann kann es es nicht nicht leisten, sehen. Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du Wenn du bleiben bleiben möchtest, möchtest, musst du musst du beweisen, beweisen, dass dass du du für für uns uns. von Nutzen bist. Hier darfst du dir die Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Okay, also wir müssen ein Bidiza, Sterile und Erscheinungs fangen. Ja. Dann, wenn wir das schaffen, Ja, dann das sind wir aufgenommen im Forschungstrupp. Kinderspiel. Das ist Ja, ein denke ich auch. Kinderspiel. Die Aufnahme ist Wegweiser an. aktivieren. Okay, ja, könntest du machen. Okay. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich glaube, wir können sich jetzt ein Pokémon aussuchen. Ja. Hallo ihr Hallo ihr beiden, beiden, guten guten Morgen erstmal. Morgen. Professor Guten Lavin, was ist denn Abend. los? Lina muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex. Und naja, damit Sie hier hier überlebt. überlebt. Deswegen will ich ihr als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Oh. Bounce! Heidi! Otata! Ich Such weiß dir eines nicht. der mit dem Park. Aber diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sich alle einzeln für dich interessieren. Soll ich so eine kleine Mickey Maus machen? Riskant, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall Vorregel nehmen. Warte, eine kleine Mickey Maus. Okay, Bauti ist raus. Schade, eine kleine. Oh, wie heißt der wieder? Otter Ja, der ist raus. Okay, jetzt nehmen wir diesen. Warte, hä? Du musst näher zum Feuerriegel Ah, gehen. ja. Fordi! Möchtest du Feuerriegel zu deinem ersten Partner machen? Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist einfach ein cooles Pokémon. Ja, und das ist süß. Ja.
Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich einfangen, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, In dem sich in Folgen gut befindet. den Dankeschön. Dankeschön. Vorige erhalten. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen Sich sich ein Pokémon Pokémon findet. befindet. Okay. Okay. Bautz! Otata! Die anderen beiden Pokémon scheinen Feurigel anzufeuern. anzufeuern. Oder wollen sie Mal dich sehen, vielleicht auch wo die begleiten? hinten. Da Da könnte könnte etwas etwas dran dran sein. sein. Schließlich Sind sie sind sie genau zu genau dem drüben Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, heruntergekommen und als Lena vom wieder Himmel gekommen gefallen ist? ist. Aber Aber keine keine Sorge. Sorge, ihr beide könnt mir erst einmal bei der meiner Forschung Behilflich behilflich sein. sein. Bautz! Otata! Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I I see. see. Ich verstehe. Ich verstehe. Verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian, Grasland Grasland, also. also. Dann Dann nimm bitte bitte diese nehmt die Pokébälle Pokébälle mit. mit. Wir bekommen jetzt wieder, wir haben hier die 50, noch dazu 20. Ja, echt cool, Okay. oder? Aber dann 70, oder? Ich glaube schon. Sie Sie wurde werden von von Hand Hand gefertigt, gefertigt, aber ich habe es genau. selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es wird Zeit. Zum Obsidian Grasland geht es durch das Tor links vom Hauptplatz. Okay, my friend. Okay, my dear. Ja. Okay. Let's Go. go. Was ist da? Geh mal da rechts. Okay. Hä? Warte kurz. Aha, da. Das ist auch ein. Den Ja. kennen wir nicht. Ja, ich kenne sie gar nicht. Oh, was Oh, für eine was für eine sonderbare neue Entscheidung. Entscheidung. Hast du mein Du hast mein Interesse Interesse geweckt. geweckt? Schaut interessant aus. Ich bin Volo, ein Mitglied des Ginkgo-Gilde. Mitglied. Ich Ich habe die habe den. Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, du hast auch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt nur in der Natur eines jeden, in Händlers, das allerlei Anländer ungewöhnlichen Dingen hier auf auf den den Grund Grund zu zu gehen. gehen. Wie Wie wäre es wäre mit es dem mit dem Kampf um die Kampf um Stärke Geschwind unseres unser Pokémon Pokémon zu zu prüfen? prüfen? Ja, auf jeden Fall, Ja, oder? gerne, ja. Ich habe gedacht, wir fangen da nur Pokémon. Also es gibt auch Kämpfe. Ja, echt cool, Cool. oder? Du gefällst mir immer besser. Jemand Jemanden wie wie dich dich trifft trifft man man nicht nicht alle alle Tage. Tage. Mir ist zu Ohren gekommen, So dass du eine angekommen, Prüfung ablegen ablegen musst. musst. Da ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Auf jeden Fall. Denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf 0 fahren, hast du verloren. Okay, das wissen wir schon. Also dann, los geht's. Volo hat der Gingo-Gilt fordert dich heraus. Let's go. Was Togepi, oh mein Gott. war Riegel? Togepi ist ein cooles Pokémon. Ja, finde ich. So. Okay. Okay, warte, kämpfen. Rückzug. Riegel ist jetzt Rückzug. Ah, kannst du dich bewegen, oder? Ja, so. Oh, cool. Na, dann geht's zu dem Pokémon auf jeden Fall. Hinter ihm. Genau. Los, los, greif ihn an. Sehr gut. Oh, was ist Geh ein bisschen zurück, dass du nicht verletzt wirst, Lena. Bitte? So, gib ihm den Gnadenstoß. Ja. Ja! Ja! Sehr gut. Es tut mir natürlich leid für Togepi, aber wir müssen leider gewinnen. Ja. Pokémon-Attacken, Items nutzen sie weise und nichts kann dich aufhalten. Dankeschön. Oh, Level 6.
Sehr gut. Oh, wie eine neue Attacke. Sicher eine Feuerattacke. Ja. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Okay, ja, okay. Da können wir die Attacken ändern. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn noch jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Einen Moment. Ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Danke sehr. Danke. Nimm dieser Tränke als Zeichen meines Dankes. Meine himmlische Freundin. Du erhältst 5 Tränke. Hilf bei Wunden für. Ja, das kennen wir. Okay. Ja. Mhm. Und ich glaube auch alle. Nütze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Ich freue mich so für die Prüfung. Ja, das werden wir locker schaffen. Yep. Bei der Prüfung geht es zwar ums Fangen, aber deine Kampffähigkeiten werden dir sicher auch von großem Nutzen sein, auf jeden Fall. Das stimmt mir schon etwas zuversichtlicher. Dann mal los zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch dem Wachposten Davis Bescheid, wohin du gehst. So kann jemand zu Hilfe kommen, falls dir etwas passieren sollte. Okay, danke. Ich hoffe, du bestehst auf alle Fälle. Macht keine Sorgen, Mumis. Ja. Okay, warte, geh mal zu ihm, genau. Ja. Du bist Lina, nicht wahr? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Hier können wir auch speichern, oder? Das ist das Basislager. Von hier aus starten wir unsere Erkundungen. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon 3 verschiedene Arten zu fangen. Ein Bidizer, ein Starali und ein Shinox. Ich will mit eigenen Augen sehen, ob der Professor die Wahrheit gesagt hat. Professor, was machen Sie denn hier? Ist immer da. Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Die Kommandantin ist wirklich unerbittlich. Was sollen sie denn schon ausrichten? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. Lina, da ist sie im Griff, da bin ich mir sicher. Aha, das macht die Last auf meinen Schultern nicht leichter. So viel Verantwortung gefällt mir nicht. Aber Lina wird es schon schaffen. Lass uns jetzt mit der Prüfung beginnen. Okay. Die Aufnahme prüfen. Ja. So. Das ist hier der Ambitionshügel. Sase, mach das leise bitte. Anna. Okay, das sind Bidizas. Ja. Das sind Bidizas. Du sollst zwar ein Fang-Genie sein, aber ich werde dir trotzdem kurz erklären, was Kommandantin Celestis mir beigebracht hat, zur Sicherheit. Du kannst sagen, okay, das kennen wir. Ja, das kennen wir. Und der greift selten die Flucht. Ziel einfach gut und wirf einen Ball. Okay. So, Moment, stopp. Okay. So, meine Freunde. Ich weiß, euch gefällt es, uns auch. Ja. Und macht euch auf was gefasst. Also wir spielen das Spiel durch und seid bitte mit dabei. Bitte gebt uns ein Like und abonnieren. Genau.
hilft uns, dass wir wachsen. Ja. Gut, my friends. Bis später. See you later. Peace out. Alligator.